GGM Gast von Frank Kosin, wir bereiten zusammen für euch, mit euch, Egg Benedict vor. Das ist ein Mega-Gericht, gibt es glaube ich in jedem Hotel in der ganzen Welt morgens zum Frühstück. Und das kochen wir jetzt zusammen. Und als erstes machen wir uns eine schnelle Hollandaise. So, wir nehmen einfach hier und trennen das Ei. Dann haben wir zwei Eigelb. Ein Stückchen Weißwein, das ersetzt die eigentliche Schalottenessigreduktion, wie es richtig gemacht wird. So, und jetzt gehe ich hin und schlage das Ganze in einem Wasserbad auf. Das habe ich hier vorbereitet. Das brauche ich auch gleich noch für mein pochiertes Ei. Aber ich kann das auch gleichzeitig hier dazu nutzen, mein Ei aufzuschlagen. Geht auch ganz schnell, muss man vorsichtig sein. Dann wird es schön schaumig und luftig. Dann habe ich hier etwas geklärte Butter. Und jetzt kann ich die Butter hier schon reingeben. Etwas abschmecken mit Salz und Pfeffer. Dann habe ich hier eine Pfanne, die ist so ein bisschen auf mittelheiß. Und da gebe ich ein bisschen Frühstücksbacon dazu. Eins, zwei. Und für mein Brot nehme ich den Rest hier und erwärme es auch in der Pfanne. Jetzt habe ich hier mein Wasser. Das ist Wasser mit einem Schuss Essig. Das ist wichtig. A, wenn das Ei jetzt hier reinkommt, bindet es natürlich durch die Hitze. Aber durch das Essig zieht sich alles zusammen. Und es wird ein richtig schönes pochiertes Ei. Und das sieht so aus. Mein Speck umdrehen. So, schaut mal. Das ist doch eine Verführung, oder? Und hier ist eine schöne Hass-Avocado. Ich gehe hier einfach durch. Das habt ihr alle schon mal gesehen. Einmal drehen. Zack. Kern hole ich so raus. Ja, wunderbar. Mach ich aus. Mach ich auch aus. Ei kann ziehen. Speck ist fertig. Brot ist warm und geröstet. Jetzt gehe ich hin und schneide mir schön meine Avocado. Ich habe noch ein paar Tomaten, wenn ihr wollt. Schneide mir kleine Scheiben. Nehme mein Brot. Dann habe ich hier meine Avocado. Hier meine Tomaten. Und schon fängt das Ganze an, hier ein Bild auszusehen. Es rührt sich ein bisschen an. Steht ja alles aus Wasser. Jetzt hole ich mir mein pochiertes Ei raus. 4 Minuten reicht. Kann dann ruhig ein bisschen weich sein von innen. Schaut mal, so schön sieht das aus. Und jetzt gebe ich das hier drauf. Vorsichtig. Und wie gesagt, heißes Wasser und etwas Essig. Ziehe das zusammen und kann das schön garen. Sehr, sehr schön. Dann habe ich hier mein Speck. Mein Bacon. Jetzt, ganz zum Schluss, schön die Soße Hollandaise. Boah, was für eine Schale. Aber lecker. Noch ein bisschen Schnittlauch drauf. Und fertig. Ja. Ich sag ganz einfach mal, guten Appetit.